Minecraft-Fan. Wir begrüßen euch zu einem nächsten Video. Ich bin der Leon, dabei ist der Slasher. Genau, ich bin auch dabei. Wir freuen uns, dass ihr uns heute zuschaut. Mit einem neuen Minecraft-Set. Der 21155. Frisch im Handel erhältlich ab August. 834 Teile zu einer UVP von 80 Euro erhältlich. Also auf jeden Fall das teuerste Set im Sommer 2019 der Minecraft-Sets. Aber hier ist auch ganz, ganz viel los, was ich so auf den Bildern sehen kann. Hier hinten mal ganz kurz die Creeper-Mine. Sieht vielleicht vom Design her nicht unbedingt direkt ansprechend für jedermann aus. Aber dass man da oben was reinfüllen kann, es runterrutscht und dann in die Lore rein und man hier noch Schienen hat, die man dann entsprechend mit anderen Schienensets kombinieren kann, ist natürlich der Hammer. Also da kann man seine Minecraft-Welt sehr, sehr schön ergänzen. Und wie immer auch hier, es wird bestimmt das ein oder andere Angebot geben. Ja, genau. Gesagt habe ich soweit alles. Ich packe da jetzt gerade mal hier den Karton aus oder mache den mal auf. Und dann ist da auch schon einiges los. Dann haben wir hier 5 Tüten. Na, sogar 6. 6 Bauabschnitte, eine extra verpackte Anleitung, damit der Anleitung natürlich nichts passiert. Die Teile packen wir jetzt einfach mal aus und dann gucken wir uns das Ganze von oben an und bauen das auf. Den ersten Bauabschnitt habe ich fertig. Das ist das ganze Kleinzeug und die Minifiguren. Gucken wir uns gleich an. Hier drüben Standard-Minecraft-Teile, Platten, Steine, ein paar Technikteile für Funktionalitäten, ein paar Fliesen, das Übliche. Gucken wir uns als erstes die Minifiguren an. Da haben wir hier diese 3 im Minecraft-Stil. Haben noch ein bisschen mehr. Einmal den Steve mit Schwert. Dann eine andere Figur, einen Blacksmith, sprich einen Schmied mit Spitzhacke. Und hier als neuen Gegner, den ich so nicht kenne und aus dem Spiel noch nicht kenne, schon längere Zeit nicht mehr gespielt, einen Husk. Der Schmied und der Husk sind von hinten auch bedruckt. Sehr schön, dass hier jetzt mal ein bisschen was anderes dabei ist. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir hier noch als Add-on-Material, 3 TNT-Blöcke, hier ist eine Fackel, einen Kaktus, eine Truhe mit ein bisschen Gemüse, Grünzeug bzw. Gelbzeug drin. Dann hier eine Lore, auch mit Truhe und mit Goldsteinen quasi, die man dann in der Mine auch entsprechend abbauen und verwenden kann. Dann haben wir hier noch eine braun-weiße Kuh, sehr schön, mit Euter, einen Creeper, in der Creeper-Mine gibt es nur einen Creeper zum Glück, sonst würde der alles wegspringen. Eine Fledermaus, sehr schön, klein und fein. Und zu guter Letzt hier noch ein bisschen Kleinzeug, ein Bett, eine Fackel noch, einen Ofen, der ist dann zweiseitig, also jeweils ein anders bedruckter Stein, einmal mit Feuer, einmal ohne Feuer, einen Amboss für den Schmied, ein Hinweisschild, Achtung, ein Pfeilschild und einen Bilderrahmen mit Spitzhacke. Gut, dann lege ich jetzt mal los mit dem zweiten Abschnitt und melde mich zwischendrin mal. Der erste richtige und somit der zweite Bauabschnitt ist fertig. Ganz viele Platten unterschiedlichen Farben. Hier jetzt auch kein irgendwie üblicher Braunton, sondern Dark Orange. Ist mal eine Abwechslung im Minecraft-Universum. Warum nicht? Sandfarben, Wasser. Von unten sieht das Ganze so aus. Die üblichen Steine verbaut. Stabilität. Hier mal große weiße Steine. Ja, muss auch mal sein. Dann haben wir hier noch eine Sprengfunktion, die gerade noch durchdreht, wenn sie nicht steht. Da wird man dann irgendwie irgendwelche Streckenteile oder sowas absprengen können. Okay, Teil 2 wartet. Hier kommen jetzt die ganz vielen Schienen dazu und dann sehen wir uns zwischendurch wieder. Schienen verbaut. Hier Schienen, Schienen, Schienen hier rüber. Hier ist eine Fliese
quasi eine 2x3-Fliese abgeschrägt und hier spitz zulaufend. Habe ich entweder schon lange nicht mehr gesehen oder noch gar nicht gesehen. Hier, das wird wahrscheinlich zur Stabilitätshalterung oder irgendein Mechanismus beim Creeper sein. Hier hinten ein paar Steine, Felsen. Hier drüben das Achtung-Schild, Achtung-Mine. Auch hier irgendwie was zum Bewegen. Schauen wir mal, was genau draus wird. Ansonsten hier vorne schon grüne Steine, ein paar Pflanzen. Und das war es eigentlich auch schon. Hier die Sprengfunktion ist jetzt scharf. Die gucken wir uns dann am Schluss an, wenn alles fertig ist. Weiter geht's mit Bauabschnitt 4. So, die Creeper-Mine nimmt so langsam Gestalt an. Hier drüben sind noch ein paar Goldsteine und normale Steine versteckt und gebaut zum später Abbauen. Und hier vorne erkennt man schon so langsam, dass das in Richtung Creeper-Mine geht. Die ganzen grünen Teile nach oben gebaut. Hier hinten mit Slope-Teilen dann der Auswurf. Wenn man dann von oben alles reinwirft, kommt es dann hier raus und kann dann in die Lore fliegen. Das war's auch schon. Hier die Teile haben wir jetzt alle verbaut. Da geht es dann jetzt noch weiter in dem Bauschnitt. Abschnitt, Dingens da, Bauabschnitt. Ein bisschen mehr nach oben gebaut am Creeper, an der Creeper-Mine. Hier mit einer Trans-Blue, hellblau, durchsichtigen Scheibe. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Hier sind Slopes. Im Endeffekt 2x3 Slopes, damit das Ganze dann entsprechend runterrutschen, runterrollen kann. Genau, mehr ist jetzt eigentlich auch nicht passiert. Hier ein bisschen Deko angebracht, das Bett, den Ofen, den Amboss. Hier wüstenmäßig ein bisschen Gestrüpp. Und das Schild ist noch dazu gekommen. Und hier ein bisschen Bambus. Das war's auch schon. Da ist der Abschnitt jetzt fertig. Auf geht's mit Abschnitt 5. Nun wurde überwiegend hier drüben der Teil gebaut, hier Minen ein, Ausgang mit entsprechenden Streben, Querverbindung. Hier drüben genauso, da der Bereich hier, das ist einmal ein Stein in ganz hoch, der ist 1, 2, 3, 4, 5 Steine hoch. Und hier vorne haben wir noch ein bisschen Lava, die austritt, die gebaut wurde, dann ein Skelettkopf, da den hier den Kaktus hatte ich vorhin schon vergessen drauf zu machen. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht viel gebaut. Wie gesagt, hier vorne der ganze Ausgangsbereich. Und weiter geht's. So langsam nähern wir uns dem Ende. Es fehlt jetzt noch ein großer Bauabschnitt. Hier wurde jetzt ein bisschen weiter nach oben gebaut an dem Creeper. Da seht ihr auch die zwei Creeper-Aufdruckflaggen. Im Endeffekt hier auch nochmal ein bisschen Trans Blue, Dunkel, Dark Blue, Dunkelblau, wie auch immer. Da hinten auch nochmal Steine nach oben gebaut. Hier hinten ist jetzt nicht mehr viel passiert. Da sind die Fackeln dran gekommen auf den Innenseiten und auf der Außenseite hier halt eben hochgebaut. Auch nochmal die Trans Blue Clear Dingens da, Scheibe. Und hier vorne der Waffenrahmen, dass man auch weiß, hier geht's in die Mine. So, hier haben wir noch die Truhe. Die ist da. Achso, genau, ich komme nicht gleich noch zur Truhe. Da ist die Fledermaus beheimatet. Die Truhe, das ist auch die gleiche Einhängetechnik wie bei der Place Bridge, die wir euch schon gezeigt haben. Hier muss man das aber tatsächlich dann mit den Flaggen so machen, dass man die hochklappt und dann kriegt man die raus. Ja, gut. Ist eine neue Technik, um Truhen irgendwo hinzupacken. Warum nicht? Hier finde ich es eigentlich besser gelöst als bei der Place Bridge, weil die dann jetzt halt hier tatsächlich so drin hängt und man die darüber raus dann rausnehmen kann. Okay, dann bauen wir jetzt den letzten Abschnitt. Mal gucken, ob da noch ein Zwischenstopp bei rauskommt und sehen uns dann zum Review spätestens wieder. So, wir bauen jetzt hier gerade so langsam den Creeper-Kopf. Ja, hier sieht man schon so ein bisschen die Form. Hier ist dann ein Auslösemechanismus, um dann die ganze Beute nach unten fallen zu lassen. Ist dann über Platten im Endeffekt, also es ist keine Technik oder so, es sind einfach nur Fließen, nicht Platten, sondern Fließen, über die das dann gleitet und dann passt das. Da sind so kleine Slopes drin, dass das dann auch entsprechend nach unten fällt. Sehr schön, klein, fein, passt. Weiter geht's. Der Creeper-Kopf ist fertig. Hier oben sind Flügelteile, die klappt man einfach dann jetzt hier runter. Dann hat man die entsprechende Schräge, damit dann die Beute runterrutschen kann. Und dann kommt er hier drauf. Und das war es dann auch schon, quasi. So, die Funktionalität gucken wir uns dann gleich an. TNT-Blöcke sind verteilt, um ein bisschen was absprengen zu können. Das war es schon. Deko lassen wir jetzt gerade mal weg, habe ich euch am Anfang gezeigt.
gucken wir uns jetzt mal einfach die Funktionalität an. Hier drüben ein Auslösemechanismus, der wirklich dann nur funktioniert, wenn dazwischen ein Block ist und schon weggesprengt. Hier auch entsprechend ein Auslösemechanismus, der nur funktioniert, wenn da ein TNT-Block oder ähnliches drin ist, schon weggesprengt. Dann haben wir hier vorne auch eine Sprengfunktion, weggesprengt. So, und jetzt kommen wir zum Highlight vom ganzen Set. Hier in der Lore sind die Schätze drin. Die füllen wir jetzt mal hier oben rein. Ich hoffe, das ist auch gerade zu. Das sollte zu sein. So, sind die da drin. Lore hier hinten hin. Da ist die Lore. Positioniert, auf und jetzt sollte es losgehen, dass alles da unten drin landet. Und vielleicht, wenn es ein bisschen voll wird, auch daneben landet. Ich habe einen Stud mehr da drin, als eigentlich angegeben ist, denn der war zum Ersatz. Und dann kann man mit dem Ganzen woanders hinfahren und Spaß haben und wieder einfüllen und sich wegsprengen lassen und. Aufbau war denkbar einfach. Hat sehr viel Spaß gemacht, ging schnell, gut von der Hand, 800 Teile, knapp ein bisschen mehr als 800 Teile, hat wunderbar funktioniert. Mir gefällt's, so auf den ersten Blick, als ich den Creeper gesehen hatte oder die Creeper, mir dachte ich, naja, passt ja eigentlich nicht so gut, aber mit den ganzen Funktionalitäten und der Tatsache, dass hier das Ganze von da oben nach da unten durchfließt und hinten rauskommt, gibt auf jeden Fall viele, viele positive Aspekte dazu oder den positiven ausschlaggebenden Punkt, das Set sich dann doch hinzustellen. Gut, ich baue das dann jetzt mal alles zusammen und dann lassen wir demnächst die Jungs mal damit spielen und dann sehen wir uns zum abschließenden Familienfazit. Bis dann! Ich habe großes Glück, denn auch wenn ich die Jungs beim Spielen nicht filmen konnte, lassen sie mich gerade mal das gute Stück hier hinstellen fürs Familienfazit. Und in diesem Sinne, willkommen zum Klemmbausteinkastens Familienfazit! Alle sind dabei, ganz kribbelig in den Fingern. Die Jungs wollen weiterspielen. Machen wir das Ganze kurz und schmerzlos. Wer möchte anfangen? Das ist Creeper. Der Noah. Noah, hast du Spaß mit diesem Set? Ja. Was gefällt dir besonders gut? Das da reinschütten und unten rauskommen. Noch irgendwas? Ja. Was denn? Die Leitern. Die Leitern, ja, die kleinen Details mal wieder. Möchtest du dem Set einen Daumen geben? Ja. Und was für einen Daumen gibst du dem Set? Der Daumen nach oben. Dankeschön, das ging kurz und schmerzlos. Und der Leon, gefällt dir dieses Set? Ja. Spielst du gerne damit? Ja. Möchtest du gleich weiterspielen? Ja. Was gefällt dir besonders gut? Das ist der große Creeper. Dass man da was reinschütten kann und unten rauskommt. Ja. Gefällt dir noch irgendwas? Besonders. Die Sprengfunktionen. Genau, die Sprengfunktion hier drüben und hier vorne und da. Ja. Möchtest du dem Set einen Daumen geben? Ein Daumen nach oben. Ein Daumen nach oben, da ist er auch schon, ja. Gute Frau. Ja, ich kann nämlich viel hinzufügen. Es ist ein richtig schönes Set. Ihr habt es gehört, die Jungs haben wahnsinnig viel Spaß mit dieser Steinchenrutsche. Ich finde auch die Kuh total toll. Die ist super gemacht. Ja, rundum gelungenes Set. Von mir deswegen auch ein Daumen nach oben. Vielen Dank, liebe Klemmbaustein-Familie. Daumen nach oben von mir, Doppeldaumen. Das Set ist richtig gut gelungen. Auch wenn der Creeper vielleicht so vom Äußeren her erstmal nicht jedermanns Geschmack ist, die Funktionalität ist grandios. Die Sprengfunktionen, die Möglichkeit, das Ganze an ein anderes Schienensystem mit anzuschließen, einfach tipptopp. Hier hat Lego alles richtig gemacht. Preis grenzwertig, könnte ein bisschen günstiger sein, wird garantiert auch günstiger werden. Hier macht man, wie gesagt, nichts verkehrt. Gut. Dann sind wir am Ende. Die Jungs warten, wollen weiterspielen. Wir beenden das Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch die weiteren Videos von uns nicht verpassen wollt, abonniert uns sehr gerne. Denkt an die Glocke. Sonst macht der Creeper explodiert.
Dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Ah, ja, jetzt ist hier interessant, diese neue Technik. So, ja.